ich bin Hannah, das hier ist Simply Hannah und heute gibt es ein weiteres Video für mein Alter. Ich habe schon automatisch die Begrüßung oder das Intro von der Hogwarts Klicks Greatest Serie runtergeladen. Nein, aber das Video heute ist tatsächlich ein anderes Video, weil Sims ja eine Serie rausbringt, Smarkt oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr richtig, wie die heißt. Auf jeden Fall können sich da alle, die Sims spielen, dran beteiligen. Ich habe ehrlich gesagt keinen genauen Plan, wie genau das Showkonzept von dieser Serie ist. Aber auf jeden Fall kann man da, gibt es immer so ein Challenge oder ein Thema, wonach man Haushalte erstellen kann oder Grundstücke bauen kann oder eine Story irgendwie sich ausdenken kann. Und das kann man dann einreichen. Und ja, eventuell gewinnt man dann irgendwie und ist dann mit Teil der Show. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach gedacht, ja, ich nehme jetzt einfach mal an dieser Challenge teil. Und die erste war, dass man das erste war irgendwie Hochzeit, das Thema. Und ja, genau. Deswegen erstelle ich hier ein Brautpaar. Und zwar erstelle ich einen Alien und einen Menschen, die sich ineinander verliebt haben und jetzt heiraten wollen, auf dem Planeten Sixam. So heißt, glaube ich, der Alien-Planet in Sims 4, auf den man reisen kann. Oder eher das Alien-Grundstück, egal. Auf jeden Fall, ja, ist das die Alien-Frau. Wow, ich hatte kurz einen Aussetzer gerade. Sie heißt auf jeden Fall Pandora, ich glaube Mandalo oder so habe ich sie genannt. Ja, und sie ist die Alien-Braut. Und Alter, sie zu erstellen, überhaupt diese Sim zu erstellen, war so weird für mich, weil ich ja man darf ja logischerweise kein CC benutzen. Und diese Sims sehen vor allem die Menschenversion von Fedora so unfertig aus, weil ich keine Kontaktlinsen verwenden konnte, kein Skin-Overlay, keine hier Custom-Content-Wimpern und alles. Und Alter, die zu erstellen war so stressig einfach nur, weil ich fand, die Sims waren einfach nicht fertig, so wie sie aussehen. Aber egal, es hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil für ihre Alien-Version konnte ich dann so Zeug verwenden, was ich eher nicht verwendet habe, von dem Make-up, weil das halt so Schuppen oder so dargestellt hat und das sah dann eigentlich ganz cool aus. Auf jeden Fall, Pandoras Bestreben ist, die Stadt zu entdecken, weil sie sozusagen jetzt, wenn sie auf dem Planeten Erde ist, denkt, oh, krass, ich will hier diese krassen modernen Städte erkunden und so. Und sie ist ein Genie und ich glaube Musikliebhaberin und unberechenbar. Und unberechenbar habe ich ihr gegeben, weil das steht ja eigentlich eher dafür, dass der Sim ein bisschen verrückt ist. Aber ich dachte mir, yo, wenn du mit einer anderen Spezies zusammen irgendwie chillst, kann die ja definitiv unberechenbare Sachen machen, weil die einfach von einem anderen Planeten kommt und andere Sachen kennt und so. Und ja, das war der Hintergedanke bei ihr. Und ich hatte auch ehrlich gesagt vor, noch ein Grundstück zu erstellen. Eigentlich war das mein eigentlicher Plan, dass ich so eine Hochzeitsgrundstück baue, aber das sieht sozusagen aus wie der Alien-Planet. Da gibt es ja genug Objekte dafür, womit man das hätte umsetzen können. Nur kann ich einfach nicht so gut bauen, zumindest nichts Außergewöhnliches kriege ich gebacken, da ist meine Fantasie einfach nicht so vorhanden. Und ja, deswegen habe ich das dann gelassen und nur den Haushalt erstellt. Aber naja, vielleicht erstelle ich ihr das Grundstück dazu irgendwann später und kann es dann halt nicht mehr einreichen, weil heute ist der 2. August und heute endet auch die erste Challenge, also das Einreichen dafür. Aber naja, das hier ist auf jeden Fall Henry. Stuart ist, glaube ich, sein Name. Ich weiß gerade gar nicht sein Nachname. Und Henry ist der zweite Part, der im Raumanzug heiratet, weil sie ja auf dem Planeten Sixam heiraten, was ich ganz cool fand. Sein Bestreben ist, seine Seelenverwandte zu finden, was er in diesem Alien Girl getan hat. Und er ist ein Genie und ein Geek und gut. ja, nicht wundern, wenn ich ihm die Merkmale gebe, hat er keine Klamotten an, weil ich erst die Sims speichern musste und dann in dem Game cheaten musste, dass er Level 10 oder so von Astronautenkarriere ist, damit ich dieses Outfit freischalte und ihm geben kann. Und das war ein bisschen umständlich. Aber egal, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch und gebt dem Haushalt doch ein Like in der Galerie.
Ja, den findet ihr unter Hashtag Simplehörner. Ach kack, ich habe da gar keinen Hashtag drunter gemacht. Ist ja auch egal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!